Hallo Kinder! Heute zeige ich euch ein Experiment. Aber ich will, dass ihr es mit mir zusammen macht. Es geht darum, dass wir ja während dieser Zeit immer gut Hände waschen müssen. Aber wieso eigentlich? Ihr habt sicher schon gehört, dass es Bakterien tötet, dass es Viren fernhaltet, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, um das Ganze ein bisschen vorzustellen. Darum gibt es das Experiment für euch, damit es ein bisschen klarer wird, okay? Ihr braucht eine Schale aus Schüsseln mit Wasser drin, Pfeffer und Seife. Es dürfen Handseife sein oder Abwaschmittel. Also macht jetzt das Ganze parat, weil ich will es mit euch zusammen machen. Ihr füllt die Schüssel mit Wasser füllen und dann streut ihr Pfeffer drüber streuen. Jetzt mit eurem Finger ganz normal geht ihr in die Mitte rein. Ihr seht, es passiert nicht gerade viel. Aber jetzt streut ihr ein bisschen Seife auf den Finger. Und jetzt, bevor ich es zeige, möchte ich, dass ihr es zuerst macht, damit ihr seht, was passiert. Also, ihr nehmt euren Finger mit der Seife drauf und tut es in die Mitte runter ins Wasser. Was passiert? Genau! Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass Pfeffer Coronavirus ist. Der Coronavirus geht weg von euch. Ihr seht also, was für einen Unterschied das macht, wenn ihr saubere, gewaschene Hände habt im Vergleich zu dreckigen Händen. Darum ist es auch wichtig, dass wir möglichst oft die Hände waschen tun. Und damit ihr es ganz gut könnt, üben wir nochmal das Händewaschen üben, so wie wir es im Kinski gelernt haben. Ihr dürft gerade mitmachen. Zuerst schauen wir, dass wir ein bisschen Schaum haben. Dann tun wir zwischen den Fingern. Dann nehmen wir den Daumen dann, damit es unter den Fingernägeln kommt, dann noch so, so, dann noch oben drauf, zwischen. Die andere Seite. Schaut, dass es beim Handgelenk kommt. Und dann könnt ihr zum Schluss noch mit Wasser drüber. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt beim Experimentieren. Bleibt gesund und bis nächstes Mal.